Ich glaube, wenn ein Mensch zu einem Individuum heranwachsen soll, sollte man diesen Kontakt zur Natur eigentlich nicht verlieren, denn die Natur gibt uns eigentlich vor, dass alles immer im Gleichgewicht sein sollte. Die Zeit im Kindergarten, das wissen wir auch von der Entwicklungspsychologie, ist die allerwichtigste. Was wir da den Kindern mitgeben, das wird entscheidend sein, wie sie nachher als Jugendliche und Erwachsene in diese Welt kommen. Im Bergisch Gladbach-Hand ist ein Neubaugebiet und dort bauen wir ein Stadtteilhaus, das sogenannte Hermann-Löns-Forum und eine Kindertageseinrichtung, die Kita Windrad. Das Projekt ist jetzt schon so gestaltet, dass wir Anwohnerinnen mit dabei haben, die mitbestimmen, wie das Haus innen und außen aussehen. Jung, alt, alle können sich hier treffen. Und das wird, glaube ich, dieses Viertel sehr bereichern. Ich meine, warum machen wir es auch sonst? Wäre Quatsch. Wenn man den Entwurf sieht, wird man feststellen, dass wir kaum mit rechten Winkeln arbeiten. Diese runden Ecken sind eigentlich aus einer Laune heraus entstanden. Wichtig war es für den Bauherrn und auch für uns. So wie jetzt die Gebäude in der Umgebung stehen, so wollen wir es definitiv nicht haben. Wir wollen also einen Kontrapunkt setzen. Mit dem Hermann-Löns-Forum und auch mit der Kita Windrad wollen wir auch neue Wege gehen, auch als Kirche. Wir wollen auch einen katholischen Kindergarten machen, der sehr innovativ, sehr aufgeschlossen, sehr fantasievoll die Kinder begleitet. Und das Stadtteilhaus soll ein Kristallisationspunkt sein, der erstens gesehen wird, deswegen ist es auch so gebaut, dass man es auch von der Straße aus sehen kann, der transparent ist, der spricht für Partizipation und Offenheit und der den Menschen vor Ort möglichst alles bietet, was sie im Sozialen brauchen. Wir wollen zeigen, dass es auch geht, ganz nah bei den Menschen zu sein. Und das soll das Haus, das soll die Kita, das soll das Außengelände vermitteln.